Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Battlestar Galactica Deadlord. Ja, wir haben leider ein paar Verluste erlitten und auch ein paar Siege errungen. Ja, nicht gut, würde ich sagen. Das sind alles noch Fregatten, ne? Das ist das. Wir bauen Schiffe. Die brauchen aber noch ein bisschen. Ja, drei Stück kann man immer gleichzeitig bauen. Vierte braucht ein bisschen. Ah, wir haben nur noch. Ja, zwei Battlestars, ne? Sind alles Kanonenschiffe. Was haben wir hier? 6500, 3950. Ah, wird knapp. Kreuzer, Kanonenschiff, Fregatte. Ne, ihr könnt mal hier hinjumpen. Ja, da haben wir noch koordinierter Angriff. Da ist Silent unsere forces have been provoking the military Flotte. here. I've decrypted the staging coordinates of two Cylon patrol fleets in this area. Kane wants to run a joint operation. Ja. Den geht's gut. Naja, viel mehr können wir jetzt auch nicht machen, ne? Aber wir jumpen hier rüber. Dann lassen die Däder das mal da, oder? In the Jory mining colony Ja, die braucht aber hier den Däder das. Station. Although it's shown no signs of trouble before, ja. The stress fractures are escalating quickly. Kane has given us the green light. Detected a Cylon strike fleet, sir. Oh, Siegeswahrscheinlichkeit. Okay, das ist nur eine kleine. Nice. Boah, 138 Tydium zu reparieren, ne? Ja, wir müssen da weg. Wir brauchen unbedingt mehr Battlestars. Drei Runden. Ja, ist okay. Zweihundert könnten wir die fertig machen. 1300. Dann hätten wir aber gar kein Tydium mehr. Wie machen wir das am besten? Ich habe keine Ahnung. Detected a Cylon escort fleet, sir. Komm, wir brauchen die. Das Ding auch fertig haben. Ja. Na, dann müssen wir hier mal ein paar auslagern. Die kommt schon mal mit. Wie viele Punkte hast du denn? 1100. 1850. Das passt vorne und hinten nicht. Ja. Das ist schon fast das Maximale, was man hier haben kann. Ne? Und dann haben wir hier noch mal eine kleine. Nicht zugewiesen. Ja, zuweisen.
Plus 20 Tydium ist okay. Kann ich das singen? Sixth, glaube ich, war der letzte. Und oh, 900, das sind alles nur so kleine. Haben wir denn hier Viper, Viper und eigentlich das ist Raptor. Ja. Ihr könnt auch mal eure besten Schiffe hier rüber schicken. Auf jeden Fall schon mal das Kanonenschiff. Und den Kreuzer. Dann haben wir hier eigentlich auch eine fähige Flotte. Drei Runden. Eins, zwei. Wir können noch eine Runde warten. Den hier angreifen. Ne? Kostet nicht so ein Unterstützungsschiff. Ja, komm, wir machen nochmal einen Base Star Group has been detected. Oh, was haben wir hier? Runden. Ja, wenn wir das machen wollen, dann müssen wir eigentlich los. I've decrypted the staging coordinates of two Cylon patrol fleets in this area. Kane wants to run a joint operation with local defense forces and simultaneously remove both fleets. Good for the board and good for PR. Wir müssen hier rüber. Sollen die mitkommen oder wir treffen uns hier irgendwo? Kreuzer, alles andere sind Adamant. Wen geht's denn schlecht? Scorpia geht's schlecht. Ja, wir müssen nach Scorpia. Das Ding kann auch noch ein bisschen warten. Die könnten wir nochmal umbenennen. Wir nennen sie Kolonien Düren. Muss ja auch ein bisschen international sein, ne? Was sagt der Geheimdienst? Instabil, jupp. ...182 pro Runde, das ist nicht schlecht, ja. Wir jumpen aber mit. Base Star Group has been detected. Ja, das sind einfach viel zu viele. Action stations. Set condition 1 throughout Daedalus. Jo. Und schon die erste Schlacht. Natürlich. Ja, das eine System, da wird einfach völlig überrannt. Ja, wir könnten jetzt Atomraketen benutzen. Aber wollen wir das? Ist die Frage 2, 4, 6, 18.
Wird übel. Upsi Viper. Was nehmen wir? Thermonuklearer Sprengkopf. Explosionsreichweite. Einzelne Nuklearrakete mit großer Zerstörung. Komm, wir nehmen einen Junge. Na komm, wir nehmen zwei Nukes. Der Rest sind alles Kanonenschiffe und so. Prepare to jump in 3, 2, 1. Launching alert Vipers. Das ist sehr gut. Nein, du nicht. Nein, ihr beiden. Direkt abdrehen. On it, Commander. Du flitzt mal unten runter. Understood. Nee, du kommst da nicht hin, ne? Jetzt sind wir durch. Oh. Ihr bleibt hier im Schatten. Ihr jiggert hinterher. Understood. Oder auch nicht, weil ihr zu nah dran seid. Und sie kommen. Er hat 6 Viper. Squadron target is confirmed. Müssen ein bisschen bremsen und dann klappt das auch. Oder auch nicht, weil die da drin hängen. Nee. So say we all. Was habt ihr denn? Raketen. Hier vor. Hier geht da hin. Weiß ich nur so ein bisschen mit denen da. Understood.
Nee, passt nicht ganz. Sind sie da dran oder was? Ist doch mal ungewusel hier gerade. Jemand machen hier? Yes, sir. Die denn hier für Probleme? Yes, geht doch nach unten oder so. Understood. Die Raketen, die werden jetzt gleich losschicken. Können die Rakete noch absetzen, die Atomrakete? Die gehen alle auf den. Unit is hostile. Oh, die haben noch nicht geschossen, ne? Chicken in the air here. So say we all. Ihr packt die hier vorne weiter ab. Du verteilst deine Munition. Wunderbar. Oh, die sind auf Akku. Das da. Ja, wenn die Rakete jetzt unterwegs ist, schmeißen wir die Flagge an. Ne? So, da fliegt sie gerade. Squadron has gone dark. Ja. Was ist mit euch hier? Das Ding. Auch ein Revenant. Hast du normale Raketen? Ja, sollen wir das Ding wegnuken? Ja. Nuclear strike prepared. So, wie sieht das hier aus? Noch eine. Den Rest machen die schon. Not safe, Tracker. IFF confirms unit is hostile. Full attack mode. Fire at will. Minotaur is taking damage.
Jo, ihr dreht mal komplett ab hier. Yes, sir. Mal gezieltes Feuer auf den Kollegen. Den hat's auch schon zernicht. Wie weit könnt ihr schießen? Da drauf. Der muss weg, ja. 62. Minotaur is taking damage. Wenig. Nice. Oh, der Rest ist easy. Jo, hält aber durch das Ding. Ihr macht auch nicht mehr. Ja, komm schon. Reaching Bingo Fuel. No toaster's gonna do me like that. Not today. Mal bevor die einschlagen, ist das Schlacht vorbei. Yay. Gut, kein Schiff verloren. Das Ding gehört zur Elite. Ja, die kriegen erstmal ein paar Erfahrungspunkte hier. Ja, die haben sich aber gut geschlagen. Ja. 366. Die Atem ist 347, 55% Genauigkeit. Gucken wir uns mal drüber die Wiederholung an, Leute. Greatest marks attack. Jetzt echt gut, dass die Kanonenschiffe so verdammt schnell drehen können. Sonst wäre das Ding weg gewesen. Und das waren sie, die ersten Atomraketen. So, ab jetzt werden die Toaster das wohl auch machen, wir. Muss ich mal mit den Atomraketen. Na, 6400 hier. Mit Unterstützung. Kanonenschiff, Fregatten. Ja. Aber Leute,
Das erst in der nächsten Folge, sorry. Not die Raptor. Rest ist in Ordnung. Komm, das ist auch eine Nuke. Das Ding. Zwei Nukes. Dann haben wir insgesamt drei Nukes. Ja, die anderen Dinger brauchst du eigentlich nie nachladen. So viel verballerst du damit eh nicht. Aber das kann echt entscheidend sein. Und damit ist diese Folge auch wieder am Ende. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Liken, Abonnieren, Kommentieren. Freue mich, dass ihr hier mit am Start seid. Bedanke mich auch ganz herzlich bei meinem Kanalunterstützer, dem Gerd Lorelei, Sascha Teves, ist halt so, H2O Aerosol, Nightberry, jetzt Grote, Peter Pichler, Torfrose, Monsen 96, René Horst Spindler, Sven Becker, Nageltermin, Thomas Friede, Marcel Pauke, Wichtel, Gangflow, Sebastian Reinicke, Mackensen, Onkel Dom, Sunderduck 99, der Kai, Nismog FX, Olaf Güte, LPMM, Stefan Freundl, Tweety Rabe, Sirefil, Peter Dirker, Redshift, Bunny ML, Shelly 54, Phil 1992, Hightower, Dosar, Patrick, Frank Hindersmann, Alrix Sedaya, Ceto 85 SBK, Gromdorn, Crypta, Trust, Reserver und Hate on Tour. Vielen lieben Dank. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, gehabt euch wohl und ich sag, bis denn dann.